Hallo Pouring Freunde, hi Pouring Friends. In diesem Video zeige ich euch, wie es mir gelungen ist, mehrfarbige Zellen mit der Chamäleon Technik zu erhalten. In this video I show you how I managed to get multicolored cells with a chameleon technique. Wenn man bunte Zellen will, braucht man natürlich auch viele Farben. Deswegen habe ich sehr viele Linien mit verschiedenen Farben gezogen. Dabei habe ich Folgendes neu gemacht. Die Linien sind nicht mehr so nah beieinander, sondern immer mit Abstand, denn die Farben breiten sich unterschiedlich stark aus. Manche, wie zum Beispiel das Gelb da, die vierte Reihe, hat sich ziemlich breit gemacht. Und um es trotzdem bunt zu gestalten, habe ich dann in einer anderen Farbe über diese sehr breit gewordene Farbe nochmal drüber gegossen, sodass am Ende wirklich alles schön bunt war. Gewischt habe ich wieder mit einer Folie. Ich habe mir für nächstes Mal aber schon etwas anderes ausgedacht. Zunächst mal habe ich überprüft, ob ich gut durchkomme, ob nichts stört, damit ich in einem Zug durchwischen kann, ohne abzusetzen. Die Wischfarbe ist, wie unten auch in der Beschreibung steht, dünner als die anderen Farben, dünner angemischt. Und jetzt bei dieser Chamäleon-Technik kommt es darauf an, dass man die perfekte Dichte erhält von der Wischfarbe. Das heißt, perfekt ist es, wenn die Wischfarbe alles bedeckt, aber die Farben, die darunter sind, sind noch zu erahnen. Das heißt, der erste Teil, den ich jetzt hier wische mit Weiß, ist nahezu perfekt, denn das Weiß bedeckt alles, aber die Farben darunter sind zu erahnen. Je weiter ich nach unten komme, desto weniger gelingt das, desto weniger schön werden auch die Zellen am Schluss sein. Das werdet ihr sehen. Deswegen habe ich mir fürs nächste Mal noch eine andere Möglichkeit ausgedacht zu wischen, die ich ausprobieren möchte und die vielleicht noch besser klappt als die Folie. Ganz links war nicht genügend Weiß, deswegen habe ich das Bild noch einmal gekippt. In den Farben selbst ist natürlich noch kein Silikon, das kommt ja erst später mit dem Werkzeug drauf. Aber die Zellen, die da jetzt entstanden sind, sind halt durch die verschiedenen Dichten der Farben entstanden. Jetzt kommen wir zu meinem merkwürdigen Werkzeug, das ich benutze. Es ist ein Hundespielzeug. Das ist aber eigentlich uninteressant. Wichtig ist nur, dass man irgendetwas nimmt mit Noppen. Bei diesem Spielzeug steckt man zwischen die Noppen Leckerlis und der Hund muss sie dann rausfischen und das pflegt gleichzeitig seine Zähne. Dieses spezielle Spielzeug werde ich für den Hund jetzt wohl nicht mehr benutzen können, was? Weil das Silikonöl da doch nicht mehr ganz draus verschwindet. Naja, egal. Vielleicht findet ihr ja was anderes mit Noppen. Zum Beispiel so Bälle für einen Trockner oder sowas gibt es auch. Die Zellen sind natürlich jetzt wieder sehr regelmäßig geworden. Das ist ja bei der Chamäleon-Technik immer so, wenn man solche Werkzeuge benutzt und nicht individuell mit einem einzelnen Werkzeug arbeitet. Das mache ich jetzt nur hier mit einem an Stellen, wo seltsamerweise keine Zellen entstanden sind. Da gehe ich nochmal manuell drüber mit einem spitzen, noppenartigen Werkzeug und mache einige Zusatzzellen. Wie ihr seht, ist der untere Teil ziemlich stark gelb geworden. Das ist ja eigentlich selten, denn Gelb verschwindet häufig. Aber ich habe hier in diesem Fall unverdünnte Vallejo-Farbe benutzt, Gelb. Dadurch ist das Gelb so intensiv, vielleicht sogar schon etwas zu intensiv.
Ich habe an dieser Stelle wie immer auch noch mal alle drei Hitzequellen ausprobiert, den Butanbrenner, den Föhn und die Heißluftpistole, aber bei Chamäleonzellen ändert sich in der Regel gar nichts mehr. Das kann man sich sparen. Und damit ist mein Bild fertig. Ich zeige euch gleich ein Close-up und ihr werdet sehen, dass ich mein Ziel, vielfarbige Zellen zu bekommen, erreicht habe. Da war auch der obligatorische Gruß an euch von Sammy. Hier also das Close-up, die mehrfarbigen Zellen am Rand. Grün mit Rot in der Mitte. Oben hat es weniger gut geklappt. Ich sage ja, in der Mitte, der Bereich war perfekt. Und unten, wie gesagt, vielleicht sogar etwas zu intensiv, das Gelb. All diese Fehler werde ich beim nächsten Bild berücksichtigen und hoffe dann endgültig auf ein perfektes Bild. Man braucht ja auch nicht so gleichmäßig immer vorzugehen. Ich hätte das Werkzeug ja auch wild hin und her rollen können. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, teilt und kommentiert. Und darüber freue ich mich natürlich, wie immer. Und wir sehen uns beim nächsten Mal mit einem hoffentlich dann ganz perfekten Bild. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, folks.